Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout. So, wir sind versteckt, also müsste ja hier irgendwo ein Gegner sein. Aber ich sehe keinen. Todeskralle ist auch nichts weiter gespawnt und hier sind wir ja im Grunde lang gelaufen. Kann man hier hinter die Häuser auch laufen? Weil da sind wir nicht lang gelaufen und vielleicht versteckt sich hier noch irgendwas Schönes, aber es sieht nicht so aus. An der Mülltonne waren wir, glaube ich, dran gewesen, ja. Und hier kommt man nicht rein und hier sind nur kaputte Autos. Nö. Kostes, mach mir keine Angst. Mit deinem Tsch-Tsch. Ist da noch was? Da ist nichts. Schade. Aber hier sind noch ein paar Häuser. Da werden wir mal gucken, ob man da reinkommt. Da sieht es nicht so aus. Hier ist auch zu. Das ist auch zu. Alles zu. Wirklich schade. Ach so, ein Stein. Das sah gerade aus dem Augenwinkel so komisch aus. Wer bist du denn? Minuteman? Winterspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Naja, ob man da zugreifen muss? Muss man da zugreifen? Cosmos, guckst du dir mal an? Können wir die hier hinsetzen? So. Soll es ja bequem haben. Ist ja immerhin ein Minuteman. Was macht denn ein einzelner Minuteman hier? Oder Minutewoman? Minutewoman ist es ja eher als ein Minuteman. Oh, hier hinter gibt es auch nichts. Ein schönes Motorrad. Schade, dass man die nicht aufbauen kann. Wäre doch schön, hier mal mit dem Moped so durch die Gegend zu jetten. Würde mir gut gefallen. Gut, wo ist denn unsere Mission? Wo müssen wir denn jetzt hin? Also wir sind richtig. Dann gehen wir hier die Straße weiter. Ja, schön mit den Nebeln, ne? Was haben wir hier Schönes? Eine große Anzeigetafel und ein Branium. Mit Gepäck? Hallo Branim. Ah! Was? Hi! Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Fragen wir nach dem Weg nach Diamond Diamond City. City. Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel. Findest du innerhalb der Stadtgrenze. Okay. Hey! Carla! Du schon wieder. Willst du handeln? Unsicher, neugierig, handeln. Bin mal neugierig. Was für Sachen hast du denn? Von allem etwas. Du wirst staunen, was die Leute auf den Straßen alles zurücklassen. Man muss nur die Augen nach guten Dingen offen halten. Ich habe einiges zu verkaufen, falls du Interesse hast. Na, dann zeig doch mal her. Schau's mir an. Wenn du was kaputt machst, musst du's kaufen. Warum ist denn die so verpixelt gerade? Beton hat sie alles bei. Ja. Was hat sie Waffen bei? Splitterminen. Gewehr haben wir natürlich. Jagdgewehr wäre auch interessant, ne? Haben wir irgendwas, was vielleicht ein bisschen mehr Bums macht? Das Ding. Kostet aber auch gleich 200. Also 187, ne? Aber 10 mm. Hat sie davon denn auch Munition? Munition. 10 mm hätte sie da. Was kostet denn so ein Satz? 500. Alter Vater. Wo denn? Wo hat sie die Pistole? Waffen. Schaden, Schaden. Das ist ja dieses Schrotgewehr, ne?
Jagdgewehr wäre bestimmt auch interessant. Dafür haben wir aber nur 19 Schuss. Ist vielleicht noch nicht so interessant wie die. So, mal sehen, ob wir den Preis ein bisschen runterhauen können. Wir haben ja hier so ein paar Sachen mitgenommen. Gurtzeug weg. Harnisch kann weg. Outfit. Dann sind wir auch wieder leichter. Räder hat zweimal Schutz, aber ist nicht plus, also heißt das, dass wir was Besseres haben oder das Gleichwertige, ne? Die wollte ich behalten. T-Shirt und Hose kann weg. Unterhemd und Jeans, Volt kann auch weg. Gut. Haben wir erstmal das. Hilfsmittel lassen wir mal. Ne, Hilfsmittel, die ganzen Drogen können sie haben, ne? Mentats. Psychos kann sie haben. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Tattoo hat nichts wert. Todeskrallensteak, das hat Wert. Aber das werden wir selber behalten. Mutterbeeren haben wir noch drei, die behalten wir auch. Oh, was macht das denn? Ist da auch irgendeine Droge, oder? Beweglichkeit, Glück, Charisma, die. Also das wertet ganz schön auf. Nee, das behalten wir mal. Vielleicht brauchen wir es mal. Zuckerbomben hat wohl nicht viel Wert. Wasser. Ja, komm, kriegst auch das Zeug. Was wir jetzt nicht so brauchen. Daytripper. Stärke, Glück, Charisma. Kann sie haben. Fleisch und Bohnen. Das bringt viel Red, also kann sie das auch haben. Das ist noch nicht gekocht, das behalten wir mal. Gegrillte behalten wir. Behalten wir, behalten wir, behalten wir. Maulwurst haben behalten wir auch. Die kann sie haben. Die behalten wir. Und den Rest behalten wir dann auch. Stimpaks sind ja wichtig für uns. So, diverses. Das behalten wir alles. Und Schrott. Das ist alles nichts wert, ne? Hier ist was 15 Golduhr. Ja, wir brauchen es aber selber. Ist irgendwas noch mehr wert? Nein, nicht wirklich. Dann hatten wir noch Waffen, die wir vielleicht ihr geben können, ne? Waffen. Fangen wir mal oben an. Impro-Pistole kann sie alle haben, ja. Machete. Macht 21 Schaden. Das ist besser als unser Schlagstock, ne? Gehen wir mal eins weg. Molotow-Cocktail behalten wir. Schlagring kann sie haben. Splittermine behalten wir. Das Kalibrierte kann weg. Gewehr kann weg. Die ist gut, aber davon haben wir nur 5 Schuss. Die behalten wir trotzdem. Ein Schlagring. Aber da war die Machete besser. Gut, sind wir nur bei 300. Was war denn? Die braucht 4 mm. Was hat sie denn noch? Hat sie vielleicht 44 mm Munition? Nee, hat sie nicht. Raketen. Schrotpatronen. Wäre schon interessant, ne? Kleidung, Hilfsmittel, diverses, Schrott, Munition. Wir haben von der Munition nichts. Und Fusions Schrot haben wir auch nichts. Sind 88, 176. Ja, wir haben ja ein bisschen Geld. Holen wir uns das mal. Und hierfür haben wir ja im Grunde keine Waffe. Ja, machen wir so. Sind wir ein bisschen schrottlos geworden? Haben eine gute Waffe, hoffe ich. Waffen. Die ist sehr gut, aber
Muss man erstmal sehen. So, die auswählen und die packen wir uns auf die 4. Gut, und ein paar Schuss haben wir jetzt auch. Okay. Was haben wir jetzt entdeckt hier? Wir sind doch hier beim Haus oder so, ne? Da leuchtet doch ein Haus. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus mir... Alle Wolfgang. Nee. Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Was ist denn los? Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Hat er Zuckung? Um Geld bitten, beim Angriff mitmachen, mit Trudy sprechen. Sagen wir erstmal. Ist Trudy. Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Camps, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Diese Drogen. Lasst bloß die Finger davon. Sie sollen zahlen, du bist ein Drecksack. Ich habe beide... Ihr habt beide Unrecht. Jet? Was ist Jet? Mein Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Sie soll zahlen. Du bist ein Drecksack. Kann ich mich wegdrehen? Kann ich. Ich möchte nämlich erstmal mit Trudy reden. Hallo. Wir haben geschlossen. Bedank dich bei dem Giftverkäufer da draußen. Was ist denn los? Warum? Was ist los? Wolfgang denkt, ich schulde ihm Geld. Aber er hat meinen Sohn Patrick von Camps abhängig gemacht und ihn um unsere Ersparnisse betrogen. Ich hatte schon mal eine Schießerei und unsere Chancen stehen schlecht. Kann man dich anheuern? 100 Kronkorken, wenn du hilfst, diesen Camps-Dealer zu beseitigen. Um Geld bitten? Na, die hat ja schon Geld angeboten, ne? Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Gut. Hat er noch was zu sagen? Hey. Ich nehme nie wieder Jet. Ich schwör's. Na, ich hoffe, du hältst dich daran. Scheint zu Problemen zu führen. Hallo. Ich bin die starke Schätzchen. Mach mich nicht sauer, okay? Alle Simone. Ich sehe, dass du mich beobachtest. Mach keine Dummheit. Natürlich beobachte ich dich. Habe ich dir nicht gesagt, dass dich das nichts angeht? Warte mal. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Okay, ganz ruhig. Wir nehmen die Waffen runter, ja? Tu nur nichts Unüberlegtes. Wenn ich ihnen jetzt Hilfe anbiete, heißt das, ich muss die angreifen, oder wie? Kann ich hier mal kurz abspeichern vielleicht? Ich will denen nämlich nicht helfen. Aber ich möchte es gerne irgendwie anders regeln als mit Waffengewalt. Sieht aus, als gäbe es Probleme. Kann ich helfen? Helfen? Was bist du? So eine Art Söldner? Vielleicht kannst du Trudy ja zur Vernunft bringen. Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Okay. Hey,
Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Ja, ich würde das gerne friedlich beenden, ne? Aber ich weiß nicht, ob mein Charisma dafür schon reicht. Warte mal. Ich hatte doch hier sowas, was das Ganze steigert. Hilfsmittel. Welches war denn? Das war doch hier so ein Gift irgendwas, ne? Nuka-Cola, Maulwurfhappen. Oder habe ich das jetzt verkauft? Wäre natürlich ärgerlich. Charisma würde 1 bringen. Aber ich hatte doch eins, was bisschen mehr macht, ne? Stärke und Ausdauer. Charisma 1. Hatte doch gerade was, was eine ganze Palette doppelt hochbringt, ne? Das habe ich jetzt verkauft, oder wie? Beweglichkeit hier. Ist doch Charisma bei? Ist es bei? Nehmen wir mal einmal und dann... Nee, nee. Also du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege, niemand wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem, Trudy. Dein Sohn ist sowieso total pleite. Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. Sprich mit Wolfgang. Gut, sprich... Ach, Cosmos! Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. Hier, soll ich dir meine Muntermacher zeigen? Nee, ich habe auch jetzt gar nichts mehr zum Verkaufen, ne? Kein Interesse. Sonst hätte ich dir was verkauft. So, hier können wir nur klauen, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben wieder geöffnet. Mit etwas weniger Barem, dank dir. Willst du das wieder gut machen und was kaufen? Alles in Ordnung? Na, ich bin ja eigentlich froh, dass wir das sehr friedlich hier gelöst haben, ne? Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ja, wir haben kein Geld mehr, ne? Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Naja, die hat wieder gute Munition, ne? Schön, dass wir das friedlich gelöst haben. Finde ich sehr schön. Zehn Millimeter waren das, ne? Kostet, naja, wir haben auch kein Geld mehr dafür. Nee, ist schon okay. Ist alles okay. Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Nein, ich wollte nur mal gucken. Nee, kein Interesse. Ich will gerade nichts. So, wie geht's dir jetzt hier unten? Ich bin nie wieder Ted. Ich schwör's. Das möchte ich hoffen. Hey. Es juckt. Es juckt überall. Jetzt will ich dich aber nicht kratzen, Junge. Okay. Hast du noch was zu sagen? Simone? Hey. Ich bin die starke Schätzchen. Mach mich nicht sauer, okay? Nein, habe ich nicht vor. Jetzt lungern die trotzdem vor dem Diner rum? Okay. Lungert da rum. Wir gehen weiter, Cosmos. Kommst du? Oh, aufregend, all das doch ist. Ja, das war aufregend. Möchte gar nicht wissen, was ich mir da reingezogen habe. Was haben wir denn hier Schönes? Schachtel Zigaretten. Noch mehr Zigaretten. Essen ist keins drin und dahinter komme ich nicht. Ist hier noch was Interessantes? Da ist Cola drin. Auch wieder die gute, sehr schön. Ups, komm ich hier rauf, da ist nichts. Und zwei leere Milchflaschen. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat, bist du was zu mitnehmen? Nein. Bist du nicht. Und wir müssen weiter in die Richtung. Wie weit haben wir es denn noch? Das geht. Und das Schöne ist, wir haben etwas friedlich gelöst aus dem Haus. Gehen wir da mal hin.
Mal sehen, was wir da finden. Da ist ein Zug. Mann, das ist richtig schön, hier durch die Gegend zu laufen. Man findet immer... Dein Arm wurde verkrüppelt, sodass du jetzt schlechter zielen kannst. Benutze ein Stimpack, um Körperteile zu halten. Das ist super. Wer macht denn sowas? Nö, nee, ist noch alles gut dran, ist alles super. Heilt das von alleine weg oder muss ich jetzt echt ein Stimpack nehmen? Na, ich möchte gerne wieder eine Ich-Ansicht. Da habe ich wohl eine Splittermine übersehen. Wie ärgerlich. Da ist noch eine. Oh, Kostos. Hä? Warst du nicht eben da? Hyperaktives Fidu, da ist ja auch noch Splittermine. Was ist denn hier los? Hier gibt es gar nichts und alles ist vermint. Hier könnten wir schlafen, aber... Jawohl, die Sonne geht gerade unter, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier nachts durch die Gegend laufe. Wo ich mich noch überhaupt nicht auskenne. Ah, da waren noch Güterzüge oder Lastwagen oder sowas. Da gucken wir dann auch mal erstmal rein. Meister. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ah. Ich muss unbedingt sehen, dass ich hochlevel. Das geht nicht auf. Oh, jetzt kommen wir in die Stadt. Sieht aus wie eine Industrie. Wahrscheinlich müssen wir dahin. Oh, kann man hier irgendwas machen? Raufkommen tut man nicht. Da geht's rein. So. Ein Relix. Wusste ich doch, habe ich doch gerade gesehen. Fusionszellen. Wozu brauche ich Fusionszellen? Geht's überall rein. Mal gucken, ob wir irgendwas Schönes finden hier. Fusionszellen und Patronen. Sehr schön. Ups. Eine Powerrüstung. Verbessert. Das Ding kann ich nicht hacken. Ah, komm mal nicht ran. Wo ist denn das? Hier müssen wir uns merken unbedingt. Da hinten ist noch eine Kiste. Die können wir mitnehmen, aber hier kommen wir noch nicht ran. Schade. Wirklich, wirklich schade. Ja, da müssen wir wohl zur Industrie. Da ist noch ein LKW. Vielleicht kommen wir daran, das ist ein anderer jetzt, ne? Ja. Mal gucken, ob wir dahinter was Schönes noch finden. Auch zu. Schade. Okay, aber ich sehe, die Folge ist vorbei, der Mond geht auf und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch Spaß gemacht hat und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Und dann sage ich erstmal Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.